Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Teil 1. Yo! Im letzten Part haben wir Scheißdreck kennengelernt und jetzt gehen wir zum Aussichtspunkt, der Scheißdreck heißt. Können wir uns vielleicht für diesen Scheißdreck rächen? Irgendwie so mal auf die Fresse hauen oder so? Ja, oder. Nee, schade. Da hat Phelps was dagegen und das Spiel auch. Das ist natürlich traurig. Wurde es erschaffen? Was ist das? Kannst du bitte meine Sprache ansprechen, die irgendwann geherrscht hier? Das ist wohl zu dir, und tschüss. Friss. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Da, das ist aber toll. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Ja, ich hab dich auch lieb. Meine Güte, was ist hier passiert? Wenn ich das wüsste. Hier drüben. Denkst du, ja, denke ich, mache ich auch gerade. Falls du schlaues Menschkind das herausgefunden hast. Verstecke ich mich? Ich meine, ich bin doch noch für jeden eigentlich recht gut sichtbar, oder? Selbst für so eine Blindschleiche wie dich. Halleluja. Oh, wir dürfen wieder. Achso, ich dachte, jemand verprügeln. Na gut, Taschendiebstahl ist auch akzeptabel. Und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Mensch, ich hasse Uhr. Ich war mir sicher, dass er hier irgendwo ist. Ja, bin nicht gerade eben rausgeschwommen. Als Maul. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort. Irgendwoher kommt mir das bekannt vor, also, das, wie heißt das denn? Der Akzent. Na lauf. Aus dem Blickfeld der Wache hinaus, nun lauf. Ich will Pole spielen, hallo. Na, mein Süßer. Aus wie ein Kaufmann? Nein, aber das ist aus wie ein Wichser. Ja, abgezogen. Brief sagt, dass Sylbrand keine Wachen hintags passiert. Oh, schade für ihn. Gut, vorletzter Aussichtsposten, dann gehen wir zu meinem Lieblingsaussichtspunkt. Wir sollten besser keinen Ärger stiften. Nee, wir sollten. Hallo, ich bin polnisch. Und ihr? Sollte jetzt Überraschungsmoment sein, so habe ich nichts gesagt. Ich bin doch hier, warum soll ich zurückkommen? Erbärmlich! Das war wohl zensiv, der Schlag war wohl zu hart. Na? Eigentlich verfreue ich diese Bürgerteile eigentlich nur, weil sie mir ein einziges Mal geholfen haben. Ein einziges Mal haben sie mir was gebracht. Und zwar, als sie diesen Fettspappel da festgehalten haben. Alle sind tot, ich ne? Ich denke, ich sollte euch danken. Ja. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Ich denke prinzipiell nicht. Hinter uns ist natürlich unser Ziel.
Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Ja. Seht mich an, ich renne, ich bin ein Mörder. Bin aber schon entkommen. Ich komme näher! Komm näher, oh mein Gott. Jude. Christ. Moslem. Und? Was gibt's noch? Hindu. Ja, ja. Seid alles von dem. Alles gleichzeitig. Kommt alle in die Inquisitionskammer. Weil ihr alles auf einmal seid. Christlich, jüdisch, heidisch, behindert. Ja, seid ihr alle in diese Kammern. Und ihr würdet euch die Inquisition verhören und in die Toilette mit Kopf stehen. Oder ihr habt Glück und ich habe euch vor. Fall nicht runter. Ups, so habe ich die erlaubt, mich anzugrapschen. Sag mal, bist du zu dumm mit deinem Bogen umzugehen, du behindertes Ding. Lass mal gut. Ja, mal, wie man mit einem Bogen umgeht, bitte, für dein nächstes Leben. Gut, jetzt können wir ja endlich diesen netten Turm erklimmen. Klimm. Synchronisieren. Was sagt die Zeit? 5 Minuten. Gut, und finally mein Lieblingstürmchen. Welch ein freudiger Anblick. Ach, guck mal. Na gut, scheiß drauf. Was geht ihr Penner? Na doch, ich muss nicht mal spenden. Ich hoffe, dass sie mal zu Tode kommen wird. Tja, und spätestens jetzt könnt ihr mir sowieso nicht mehr folgen. Tja. Wiedersehen. Ich will ehrlich gesagt nicht hier so über das Wasser gehen, weil man weiß ja, Webs ist mein BF und mein ABF und das Spiel sowieso. Mhm. Na ihr Süßen, stört euch, wenn ich hier bin. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Ihr dürft nicht hier sein. Okay, dann geht's wieder. Tschüss. Tschüss. Wenn ich nicht hier sein darf. Ach, guck mal, jetzt geht das auf einmal. Ja. Achso, nee, bis hierhin bin ich ja noch gekommen. Stimmt ja. Tja. Und nö, nur Kekse blöd. Nur Kekse, du machst da welche leiden, ne? Ja. Aber hier kann man ja hoch. Vielleicht. Unter Umständen. Ha? Ach, guck mal. Ach nee, jetzt stimmt. So weit kam man ja gestern auch. Letztes Mal. Ja, na was machst du denn du? Was machst du denn du Vollidiot, hm? Streckst du dein Fingernägelchen mal aus und grabst du dich da an oder spielst du weiter den Behinderten? Die Missgestalt und das Biest. Weil hier kannst du nicht hoch, siehst du? Hier kannst du nicht hoch. Ja, scheiße, ne? Was machst du denn da? Du blöde Ficksau. Ach, guck mal, hier sind wir das gleiche in grün. Mhm. Ach, hier kann er hoch. Ach so, wo alles genauso ist wie auf der anderen Seite. Hier kann er hoch. Ja, ist klar, ne? Es fick dich einfach nur ernsthaft. Ist das ein Trotz, Alter, ey. Pff. Ja, so ein Rassist, er kann nur an Wänden hochklettern, wo nördlich ist. Ja, lauf dich zu. Jetzt will man den Penner da hinten noch retten. Ich hoffe, du springst ins Wasser und stirbst. Du bist der Teufel! Er war ein Diener Gottes. Fliegt ins Wasser und verreckt. Wie kommt der da hin? Hallo du da, ich hoffe du kannst schwimmen. Nein, kannst du nicht. Pech gehabt. Gut, Pech gehabt, würde ich sagen.
kann nämlich auch nicht schwimmen. So. Ich kann auch nicht lecken. Unleckbar. Dankeschön. Ach, habe ich schon vergessen. Ach Junge, was habe ich dir dazu gesagt zum Thema Fick dich? Geh dich waschen. Er hat gerade diese Person umgebracht. Na und? Einmal schon habt ihr ihn verloren. Ja, mach das Ding jetzt weiter. Hier endet dein Leben. Schwör mal. Schon bald wirst du tot sein. Ja, schon bald werde ich tot sein. Ich frage mich, ob diese Stadt irgendwann noch Einwohner hat, wenn ich alle Wachen an Lohn töte. Na, jetzt mach ihn. Tschüss. Och, Junge. Lässt sich deine Mutter nicht mehr ran, oder warum musst du mich hier durch die Gegend schubsen? Bist du Quatschbucke. Hallo, könnt ihr euch selber mal bitte in die Ecke bumsen? Du magst es vielleicht nicht wissen, aber du hast die gleiche Sprüche wie dein Homo-Freund. Du magst es vielleicht noch nicht wissen, aber dieses Spiel ist ein bisschen verbuggt. Du magst es vielleicht noch nicht wissen, aber fick dich. Fick dich hart. Bitte tu es. Tu es, du geiles Stück. Gib's mir. Ja, macht das Spaß. So müssen Spiele sein. Bitte, bitte alle anderen Spielentwickler, nehmt euch ein Spiel daran. So hat ein Spiel auszusehen. So und nicht anders. Nö, so kann ich natürlich echt nicht sehen. Da hast du natürlich verfickt nochmal recht. Tja, da bin ich wohl gestorben. Nein, so ein Zufall aber auch. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmesser. Ja, weißt du, was ich gleich mal mache? Ich suche gleich mal die Ubisoft-Hersteller auf und greife sie mit Wurfmessern an. Hm? Ist das ein Deal? Ja, glaub schon, das klingt fair. Mensch, Assassin's Creed zeigt sich heute von seiner besten Seite. Ne? Siehst du auch so? Tja, gibt nicht mal ein Geräusch, dass du gestorben bist, aber. Das war schon Geräusche. Wenn man geräucherte Geräusche hat. So, wir scheißen jetzt einfach mal ganz elegant auf diesen netten Herrn Bürger, der da hinten geistige Probleme hat und von Wachen gefuckt wird. Und rennen zum Assassinenbüro. Vielleicht finden wir ja da auch noch einen Bug. Vielleicht hat er gar keine Lust mit uns zu sprechen und keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Ach, ja, da rennt ihr natürlich alle, ihr bescheuerten Viecher. Aber das Rennen wird euch auch nichts mehr bringen. Keiner ist vor die Bugs sicher. Hui. Ja, ja. Kein anderer auf der Keine andere Welt auf der Mensch kann rennen, nur Assassinen. Hab schon verstanden. Aber im Ernst, nur weil ihr zu dumm für sowas seid? Heißt das nicht, dass anderes nicht geht? Büro des Verbindungsmanns, hätte ich ja gar nicht gedacht. Steht doch gar nicht auf der Karte. So, bevor wir mal mit Herr Verbindungsmensch sprechen und Mr. Hafenarsch töten, mache ich erstmal einen Schnitt und tschüss, ne?